Was geht ab, Leute, Nerd Alert Games hier und willkommen zu einer weiteren Review. Heute Orcs Must Die 2 und normalerweise würde ich jetzt immer hier so eine Hülle zeigen oder so. Aber das Spiel kam für Steam raus. Ich weiß nicht, ob es für die Xbox rauskam, habe ich nicht so drüber gehört. Aber bei Steam war es für 13 Euro im Angebot und ich habe gedacht, schlage ich einfach mal zu. Ich habe den ersten Teil für 2,50 auch gekauft, der war auch da und macht mir auf jeden Fall riesig Spaß. Okay, worum geht es eigentlich in Orcs Must Die 2? Orcs Must Die 2 kann man wirklich als Bestes, als würde ich sagen, ein Tower-Defense-Spiel im Third-Person-Modus bezeichnen. Denn auch in Tower-Defense müsst ihr natürlich die ganzen Tower aufbauen und dürft die Viecher natürlich nicht bis zum Spalt vorrücken lassen. Und genau diese Formel funktioniert auch super in Orcs Must Die 2. Ihr spielt einen Kampfmagier oder ihr könnt sogar eine Zauberin spielen im Koop-Modus. Sogar, das ist wirklich absolut genial. Und zwar geht es dann um einen Kampfmagier. Da hat er gesehen, das ist der alte Kampfmagier. Also ihr spielt einen jungen Kampfmagier, einen frischen, neuen Kampfmagier. Und halt er hat gesehen, dass der alte Kampfmagier schon richtig alt, mit Bart, ist hingefallen, hat sich den Kopf an der Treppe aufgeschlagen und hat gedacht, er ist tot. Also hat er natürlich die Arbeit, die er getan hat, für die Welt an sich genommen, um die Spalte natürlich vor Orks fernzuhalten. Die dürfen da nicht in die Welt kommen und alles zerstören. Aber später kommen da noch viel, viel mehr Probleme auf ihn zu. Das liegt nicht nur an den Orks. Also die Story, es gibt sogar eine kleine Story in dem Spiel, womit man eigentlich kaum gerechnet hat. Und das ist wirklich sehr cool gemacht. Natürlich, die Level, die sind wirklich sehr cool gestaltet. Es wird natürlich, anfangs ist es super leicht, habt ihr so einen kleinen Korridor, den müsst ihr verteidigen, vielleicht sogar nur eine Tür. Und das ist wirklich super einfach, aber später werden die Level immer schwerer. Was ich aber sagen muss, ist, wenn ihr zusammen mit einem Kollegen spielt im Koop-Modus, dann kann das Spiel wirklich sehr leicht werden auf normal. Wenn ihr das Spiel einmal durchgespielt habt, dann schaltet ihr Nightmare frei. Und ich denke, wenn man dann schon eine Herausforderung will, dann soll man auch direkt den Nightmare-Modus spielen. Ansonsten ist das wirklich ein Spaziergang. Sicherlich checkt ihr manchmal nicht irgendwie, dass da wirklich eine Horde Viecher rauskommen, dann kommen mal so 10 Viecher durch, aber es ist absolut kein Abriss, denn ihr habt oben so eine kleine Kugel und da steht eine Zahl drin, meistens ist da 20 oder 30 eingetragen und wenn halt die Viecher komplett reinlaufen in den Spalt, dann geht ihr Game Over und dann habt ihr halt verloren, das darf halt nicht passieren. Und ihr müsst das natürlich verhindern und wie am besten? Natürlich mit Fallen. Ihr habt verschiedene Fallen, am Anfang hatten wir natürlich noch weniger, habt ihr nur Teer, da könnt ihr die verlangsamen, die Zauberin unterscheidet sich ein bisschen vom Kampfmagier. Und zwar hat die jetzt nicht Teer, sondern die hat so eine, würde ich sagen, so einen Luftstrom, meine ich, war das. Ich kann mich jetzt nicht genau daran erinnern. Auf jeden Fall vereist das die Gegner. Dann habt ihr noch diese Bodenfalle, da kommen Stacheln raus, ist aber auch nicht wirklich stark. Später schaltet ihr natürlich immer noch weitere Viecher frei, also weitere Fallen, nicht Viecher. Ja, das ist wirklich auch sehr cool gemacht. Die Fallen werden natürlich auch immer teurer. Jedes Mal, wenn ihr ein Level geschafft habt, dann werdet ihr dafür bewertet. Ihr könnt insgesamt 5 Schädel gewinnen. Und durch diese Schädel könnt ihr dann immer eure Fallen upgraden, eure Waffen upgraden, neue Waffen kaufen. Ihr könnt sogar so einen Schmuck kaufen, der euch heilt, der die Gegner wegstößt. Das ist wirklich sehr cool. Ihr könnt euch da wirklich sehr viele Strategien ausdenken, wie ihr am besten den Gegnern auf den Leib rückt. Und ihr kämpft da wirklich gegen alles, gegen Orks, gegen diese kleinen Gnollviecher. Die rennen einfach super schnell und die wollen absolut schnell in den Spalt rein. Habt ihr Gnollviecher, die hauen auf euch drauf. Riesige Ogre, riesige Kobolde. Also da ist wirklich alles dabei, was Orks so ausmacht, würde ich sagen. Die haben Schilde dabei, die sind riesig und die wollen euch einfach töten und in den Spalt laufen und ihr müsst die natürlich aufhalten. Das ist wirklich Sinn des Spiels und macht doch absolut Spaß, würde ich sagen. Ja. Wie gesagt, die Level, die sind wirklich leicht am Anfang, werden natürlich immer schwerer, immer verwinkelter natürlich, mehrere Etagen auch. Ja gut, was heißt Etagen? Das ist vielleicht eine Etage, wo ihr halt die Bogenschützen aufstellen könnt. Ihr habt verschiedene Fallen im Spiel, die könnt ihr aktivieren, dann kommt da so ein Baumstamm zum Beispiel runtergerutscht und so. Ist auch wirklich sehr cool gemacht, der resettet dann automatisch auch wieder. Gefallene Bogenschützen, die ihr zum Beispiel aufstellen könnt, die stehen danach wieder nach ein, zwei Runden, wenn ihr kurz eine Verschnaufpause haben könnt. Und da könnt ihr natürlich für das Geld, was ihr bekommt, dadurch, dass ihr die Orks tötet, könnt ihr natürlich diese Fallen aufstellen. Und das ist wirklich auch sehr cool gemacht. Ihr habt verschiedene Wellen, die kommen. Das sind insgesamt 12 Wellen. Oder manchmal auch mehr, mal weniger, je nachdem. Manche Wellen sind leichter, manche sind schwerer, manche sind schneller vorbei, manche halt nicht, immer so weiter. Und ja, ihr müsst dann halt natürlich die Orks und alles nicht durchlassen, baut dann halt eure Fallen auf. Und das ist auch Sinn des Spiels. Wie gesagt, Fallen könnt ihr upgraden, man kann später den Flammenwerfer an der Wand machen. Die Zauberin hat zum Beispiel Säure, die kommt aus den Wänden geschossen, das ist wirklich auch eine coole Sache. Ich habe da, was habe ich nochmal? Pfeile, genau, Pfeile habe ich da. Beim Kampfmagier hat sich im Gegensatz zum ersten Teil nicht wirklich viel geändert. Ihr könnt auch noch andere Waffen kaufen, zum Beispiel eine Armbrust oder das habe ich dann noch gesehen, so ein Kurzschwert im Nahkampf, was ich aber nicht wirklich empfehlen würde. Ich würde lieber auf Distanz immer gehen, das ist wirklich viel besser, denn mit der Shotgun, ich finde, die macht am meisten Schaden. Denn mit der Armbrust könnt ihr Headshots machen, machen auch viel Schaden, aber ihr trefft nicht wirklich immer.
Also, na, ich würde lieber auf die Shotgun zugreifen und dann immer könnt ihr halt nochmal schießen mit der Shotgun dort natürlich auch. Ihr könnt nicht die ganze Zeit durchspammen oder die ganze Zeit gedrückt halten, was natürlich praktisch wäre. Ihr müsst wirklich für jeden Schuss immer drücken, 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 drücken. Kann natürlich auf die Hand gehen bei manchen, aber bei mir ist es auch passiert, aber also, ist nicht weiter schlimm, aber es ist schon nervig. Also ich hätte gerne die Taste gedrückt gehalten, das wäre ein bisschen einfacher vielleicht, aber meine Güte. Ihr könnt dann als Sekundärfeuer natürlich auch noch andere Sachen benutzen. Sekundärfeuer hat wirklich jeder Schmuck, jede Waffe. Da schießt ihr zum Beispiel so einen Ball raus, das ist auch wirklich sehr cool. Der bringt die Gegner dann halt nicht zum Explodieren, sondern die fliegen einfach durch die Gegend und müssen sich erst wieder aufrappeln. In der Zeit werden dann die Fallen wieder resettet, das heißt, wenn eine Falle ausgelöst wird, dann wird die erstmal wieder aktiviert. Kann man sagen, quasi wie so ein Katapult, da habt ihr euer... Katapulte gibt es leider nicht in dem Spiel, aber wenn ihr euer Katapult geschossen habt, müsst ihr natürlich erst zurückziehen, eine Kugel wieder drauf und so. So ist das quasi mit den Fallen, die müssen sich halt erst wieder aufladen. Was auch wirklich sehr cool ist, weil sonst werden die wirklich ziemlich hart gegrillt. Ja, wie gesagt, ihr könnt euch da verschiedene Kombinationen ausdenken, ausfallen. Zum Beispiel, wir haben immer so gemacht, Säure an der Wände. Mein Kollege hat erst mit Flammen experimentiert, dann habe ich die Flammen auch genommen. Das macht wirklich eine Hölle Schaden. Und es kommt auch wirklich immer darauf an, dass ihr Kombos macht. Das ist ganz wichtig für das A und O des Spiels. Denn ihr braucht Geld, das ist ganz wichtig. Geld für die Fallen. Fallen sind sehr teuer. Ihr könnt natürlich upgraden, dass die halt weniger kosten, mehr Schaden machen, etc. etc. Bogenschützen schießen zum Beispiel mit Flammenpfeilen. Das ist auch wirklich sehr cool. Und desto höher die Kombo halt ist, desto mehr Geld macht ihr. Und das muss auch wirklich sein, denn die Fallen können wirklich sehr teuer werden. Zum Beispiel Paladine kosten 1200 und für jeden Ogre, den ihr tötet, kriegt ihr 7. Für die Kleinen kriegt ihr, glaube ich, 2. Wenn ihr so ein Schmuckstück dabei habt, dann kriegt ihr ein bisschen mehr dafür. Das müsst ihr dann anlegen, das Passiv könnt ihr nicht benutzen. Und ja, ihr kriegt da ein bisschen mehr dafür. Ihr könnt es auch aktivieren, dann kriegt ihr sogar noch ein bisschen mehr, hält aber nur für eine kurze Zeit an. Oder ihr könnt in der Nähe des Spawns halt so ein riesiges, wie soll ich sagen, viereckiges Münz, soll ich sagen, was soll das sein, Münzplateau, ist halt quasi auch wie eine Falle funktioniert, die dann müsst ihr eure Gegner da drauf locken, knallt die ab und kriegt auch wieder ein bisschen mehr Geld. Ist aber riskant, weil das wirklich sehr nah am Spalt ist und ihr dürft die wirklich nicht durchlaufen lassen, denn dann ist vorbei. Ja, grafisch finde ich das Spiel auch wirklich sehr nett. Cell-Shading-Grafik, Comic-Grafik würde ich eher sagen. Macht wirklich sehr viel her, sieht wirklich sehr schön aus. Aber ich finde, das Spiel lebt gar nicht so von der Grafik. Sicherlich, es trägt einen großen Teil dazu bei, zur Atmosphäre natürlich. Aber ich finde, das Gameplay des Spiels ist wirklich überragend und sofort einleuchtend, dass es so viel Spaß macht, dass man auf die Grafik gar nicht so gucken muss. Aber die Grafik ist wirklich sehr hübsch, die Comic-Grafik, und die ist auch wirklich sehr schön anzuschauen. Also, absolut genial gemacht, kann ich nicht sagen. Das Spiel wurde entwickelt von Robot Entertainment und ich denke, die haben auch mit dem zweiten Teil wirklich sehr viel Mühe wiedergegeben. Aber ich muss sagen, es gibt wirklich im Gegensatz zum ersten Teil nicht viel Neues. Es gibt halt die Zauberin, mit der ihr im Koop-Modus mit einem guten Kollegen zocken könnt. Es gibt ein paar neue Fallen, aber so hat sich da nicht viel getan. Die Level sind vielleicht ein bisschen anders, neue Level natürlich, aber größtenteils ähneln die doch dem ersten. Und ja, ein zweiter Teil ist auf jeden Fall cool, gerade wegen dem Koop-Modus, aber ist halt so eine Sache. Also ich gebe dem Spiel jetzt mal eine Bewertung und ich würde dem Spiel einfach mal eine 8,5 geben. Warum so hoch? Es ist wirklich kein Titel, der irgendwie 60€ kostet, aber es macht wirklich eine Hölle Spaß. Ich hätte es besser gefunden, wenn die Level noch größer wären und ihr mit 4 Leuten zocken könnt. Das habe ich mir irgendwie so ein bisschen gewünscht, als ich mit dem Spiel durch war. Das wäre ehrlich gesagt viel besser gewesen als nur mit 2. Sicherlich, da kommt Chaos ohne Ende auf euch zu, aber ich denke, das ist genau das, was das Spiel ausmacht und was so viel Spaß macht. Es macht Spaß, schnappt euch einfach am besten Kollegen oder ihr könnt sogar das Spiel so kaufen, kostet dann glaube ich ein bisschen mehr, 22€, und könnt eine Kopie verschenken, das ist auch wirklich eine sehr coole Sache. Und zieht euch einfach mal einen Kollegen von euch ran und zockt einfach mal das Spiel mit dem. Es macht wirklich Spaß, es ist Tower Defense und ja, einfach in Third-Person-Modus. Kamera hinter euch und ihr ballert die Ogre ab, die zerfetzen, die beschweren sich auch manchmal, wenn die hinfallen und machen komische Geräusche, und das ist wirklich sehr lustig. Wie gesagt, im Koop-Modus super genial, alleine auch, aber wenn ihr einen Kollegen dabei habt, ist es natürlich immer lustiger. Also, wie gesagt, schnappt euch einen Kollegen, zockt mit dem und das Spiel macht einfach nur Laune. Ich weiß nicht, ich denke, ich werde später auch noch wahrscheinlich zurückkommen zu dem Spiel. Das erste soll es wahrscheinlich erstmal gewesen sein und ja. Orcsmar Style 2, ein absoluter Knüller, sowie grafisch als auch spielerisch. Gerade die Charaktere haben es mir so ein bisschen angetan, die haben so ein bisschen die Charaktere so entwickelt. Die Kampfmagier ist eher so dumm und die Zauberin ist eher so perfekt und die lassen vor dem Kampf sogar immer so lustige Sprüche ab, was so ein bisschen zur Atmosphäre beiträgt. Und ja, später kriegt ihr auch noch mit dem alten Herren zu tun, so viel dazu, aber da sage ich nicht mehr, will euch die Story natürlich nicht spoilern. Und ja, absolut genial, Orcsmar Style 2, und
wenn ihr einen Kollegen zum Zocken in der Nähe habt, kauft euch das Spiel auf jeden Fall, könnt ihr nicht viel falsch machen. Mir hat es riesigen Spaß gemacht, alleine macht es natürlich auch Spaß und ja, das war es erstmal für Orcs Must Die 2. Ich fand es genial, absolut. Wenn euch die Review gefallen hat, Leute, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch, das hilft mir wirklich sehr. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Bye.